Willkommen zurück auf einem neuen Video auf unserem Vlog-Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Reiseroute für euch. Nämlich dieses Mal geht es für uns nach Japan. Wir nehmen euch mit und zeigen euch genau, welche Orte ihr nicht verpassen dürft in Japan und welche Aktivitäten sich in welchem Ort am meisten lohnen. Also bleibt dran für eure ultimative Japan-Reise. Die beste Möglichkeit, in Japan voranzukommen, ist auf jeden Fall Bus und Bahn. Und da gibt es den Anbieter JR, Japan Railways heißen die, glaube ich. Und damit kann man sogar den Shinkansen nutzen und deren ganzen Busse und deren Züge und so weiter. Und die sind wirklich im ganzen Land super vernetzt. Bevor ihr nach Japan kommt, solltet ihr im Optimalfall schon den JR-Pass beantragt haben. Dann geht das Ganze super schnell. Ihr könnt ihn einfach nur noch abholen. Und es ist wirklich sehr effizient und auch kostengünstig im Vergleich zu dem, was ihr zahlen würdet, wenn ihr die Busse zum Beispiel oder die Shinkansen-Fahrten einzeln bucht. Die zweite Sache, die wir euch ans Herz legen können, ist, dass ihr euch vorher schon mal informiert bezüglich einer SIM-Karte. Denn um diese ganzen Transportmittel nachschauen zu können, braucht ihr natürlich Internet. Das könnt ihr, indem ihr euch in WLAN-Netzwerke und so weiter einloggt. Aber es ist natürlich einfach komfortabler, wenn man im Land dann halt auch Internet auf dem Handy hat. Da gibt es die Option, dass ihr zum Beispiel vorher schon eine eSIM-Karte bei Holafly beispielsweise bucht. Wir haben auch einen Code für euch, da kriegt ihr 5% Rabatt, wenn ihr über den Code LehmannVlogs bei Holafly eine SIM-Karte für Japan bucht oder auch für jedes andere Land, wo ihr hinfliegt. Auf jeden Fall finden wir das super komfortabel. Man kann natürlich im Land selber auch eine SIM-Karte kaufen, aber da kennen wir uns leider in Japan nicht mit aus. Wir wissen nur, dass es in anderen Ländern teilweise auch wirklich anstrengend sein kann. Wenn man dann ankommt, möchte man vielleicht auch einfach alles geregelt haben. Wenn ihr in Tokio Narita ankommt, dann müsst ihr erst einmal zur Bahnstation und holt euch da euren JR-Pass ab, mit dem es dann in die Tokyo City geht. Das wird auch ganz gut ausgeschildert sein am Bahnhof. Quasi der Flughafen hat da so einen Bahnhof. Unten drunter müsst ihr dann einmal hingehen, den Schildern folgen und dann werdet ihr auch viele andere Touristen finden, die sich dort den Pass auch holen. An Tag 1 beginnen wir die Reise natürlich im schönen Tokio, in dieser Metropole, die auch die Hauptstadt von Japan ist. Wir empfehlen euch da, dass ihr wirklich auch in der Zeit, die ihr in Japan seid, mal in mehreren Stadtteilen versucht zu schlafen oder diese zumindest ausgiebig erkundet, denn Japan und speziell Tokio haben extrem viel zu bieten. Unsere allererste Nacht haben wir im Stadtteil Shinjuku verbracht und wir finden auch, dass es einer der optimalsten Orte ist, um die erste Nacht in Japan zu verbringen, denn dort ist wirklich super viel los und super viele Touristen halten sich dort auch auf. Wir empfehlen euch auf jeden Fall, dass ihr mal das Roboto Café auscheckt. Wir haben das tatsächlich am allerersten Tag in Japan gemacht und das ist wirklich schon der reinste Kulturschock und definitiv ein Must-See auf eurer Reise. Shinjuku allgemein ist sehr laut, überall sind Lautsprecher, es läuft Musik, überall sind viele Leute, überall sind viele Arcades. Also es ist wirklich sehr, sehr viel los und ich würde auch eher sagen, dass das so die Gegend ist, wo die meisten Touristen anfangen und generell sehr viel los ist in Tokio. Der nächste Stadtteil, der super viel zu bieten hat, ist Asakusa und dort ist auch der Sensoji-Tempel einer der Tempel, die uns am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Denn wenn ihr da hingeht, dann ist direkt am Anfang eine riesengroße rote Laterne und das ganze Feeling ist so besonders, denn alles ist wahnsinnig rot und schön und wie man es aus Japan sich vorstellt und ein wirklich, wirklich schöner Tempel. Geht auf jeden Fall abends hin. Schräg gegenüber dieses Tempels oder des Tempeleingangs ist ein Touristeninformationszentrum, wo ihr reingehen könnt und wenn ihr da auf die erste oder zweite Etage geht, habt ihr auch noch einen super coolen Ausblick auf den gesamten Tempel und könnt da euch den Sonnenuntergang über den Tempel angucken und dann quasi nachdem die Sonne untergegangen ist, würde ich dann zu dem Tempel hingehen. Alles ist schön rot beleuchtet und ich glaube, da sind auch einer unserer allerbesten Fotos entstanden, die wir in Japan geschossen haben. Und es ist einfach super, super schön. Eine Sache, die auf eurer Tokio-Reise auf keinen Fall fehlen darf, ist auch der Meiji-Schrein. Alleine schon der Park dorthin ist so schön und so eindrucksvoll und ihr lernt super viel über die Kultur von Japan, dass ihr definitiv dort stoppen solltet und euch das Ganze anschauen solltet. Ein weiteres Distrikt nennt sich Shibuya, wo ihr auf jeden Fall hingehen solltet. Ihr müsst da nicht unbedingt schlafen, denn ihr könnt auch immer einen Daytrip von Shinjuku dahin machen. Und Shibuya ist bekannt für das Shibuya Crossing. Das ist wirklich diese Kreuzung, wo auf einmal grün ist und dann gehen Tausende von Menschen über diese Kreuzung. Und wenn ihr da seid und vom Bahnhof rausgeht, direkt gegenüber vom Bahnhof befindet sich ein Starbucks in der Einkaufs-Shopping-Mall. Und wenn ihr quasi durch die Shopping-Mall hochgeht in das Starbucks, könnt ihr euch was bestellen und dann setzt ihr euch quasi ans Fenster und dann könnt ihr auf die Shinjuku Crossing runtergucken. Es ist wirklich richtig crazy, ein richtig cooles Erlebnis, sich das Ganze mal anzugucken. Und ein weiteres Distrikt in Tokio, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr Anime-Liebhaber seid oder Manga, geht nach Akihabara. Das ist das Anime-Manga-Viertel in Tokio und da werdet ihr wirklich alles finden. Von Manga-Läden,
zu Anime, Werbungen, zu Maid-Cafés, die äußerst schräg sind. Super cool, müsst ihr auf jeden Fall stoppen. So ungefähr an Tag 5 solltet ihr euch auf jeden Fall auf den Weg machen nach Kyoto. Kyoto ist die alte Hauptstadt von Japan und wir haben uns super in die Stadt verliebt, denn nicht nur die Natur ist wunderschön, aber sie ist auch bekannt für die ganzen Tempel und Schreine, die es dort gibt. Als allererstes dürft ihr auf gar keinen Fall den Kiyomizu-Tempel verpassen. Alleine der Weg zum Tempel hin ist wahnsinnig schön. Es gibt super viele Souvenirläden, wo ihr super viele schöne Sachen kaufen könnt oder auch einfach bestaunen könnt. Und natürlich kann man überall tolle Fotos machen und es sind super viele japanische auch Leute da. Wenn ihr dann schon einmal in Kyoto seid, müsst ihr auf jeden Fall zum Fushimi Inari Schrein. Das sind diese roten Tore in super langen aneinandergereiht, die man aus Instagram auf jeden Fall kennt. Einmal da durchzulaufen ist super cool, sich das Ganze anzugucken, denn man ist oben auf dem Berg und guckt auch runter quasi ins Tal, in die Stadt von Kyoto. Aber auch kann man sich da super viele coole Fotos machen und auf jeden Fall eine sehenswerte Sache. Jetzt kommen wir zu einem optionalen Stopp, den wir mit eingebaut haben. Wir konnten damals leider nicht dorthin, weil genau vor unserer Reise ein Taifun war, der super viel kaputt gemacht hat und wir konnten deswegen leider nicht in die Stadt reinfahren. Aber wenn ihr Lust auf Geschichte habt und euch dafür interessiert, dann sollte ein Stopp in Hiroshima auf jeden Fall auf eurer Reiseroute stehen. Genau, wenn ihr jetzt nicht in Hiroshima gestoppt habt, dann sind wir ungefähr bei Tag 8, wo ihr dann nach Osaka fahren solltet. Wenn ihr dann in Osaka seid, müsst ihr auf jeden Fall zum Osaka Tenmangu Schrein und dann im Anschluss, was auch direkt in der Nähe liegt, zum Tenjin Bashi Tsuji Shopping Street, wo man unglaublich viele kleine Läden hat, wo man Sachen einkaufen kann, aber dort sind vor allem Essensläden, wo man super gut essen kann und ihr müsst auf jeden Fall auf Sushi da stopfen. Eine Sache, die ihr aber auch nicht verpassen solltet und das können wir euch wirklich ans Herzen legen, ist nämlich das Universal Studio in Japan. Wir sind da hingefahren und für uns war es einer der besten, wenn nicht sogar der beste Freizeitpark, den wir in unserem ganzen Leben je gesehen haben und das heißt schon einiges, weil wir haben schon ein paar gesehen und der war wirklich richtig besonders. Aus Osaka müsst ihr unbedingt einen Tagesausflug nach Nara machen, wo ihr dann quasi in einem Park landet, wo Rehe frei rumlaufen. Ihr könnt überall am Straßenrand kleine Kekse kaufen für ein bisschen Yen und mit diesen Keksen könnt ihr diese Rehe füttern. Die Rehe sind auch absolut nicht menschenscheu, also die werden wirklich nah dran kommen und ihr könnt die auch streicheln. Circa an Tag 12 geht es für euch dann weiter zu unserem allerletzten Stopp auf der Reise, nämlich nach Hakone. Hakone ist nochmal so ein wirkliches Highlight, denn ihr habt aus Hakone eine Wahnsinnsaussicht auf den Mount Fuji und Hakone ist bekannt für die ganzen Onsen, die es da gibt. Wir waren tatsächlich in einem Onsenpark und das hat mega Spaß gemacht und da gab es tatsächlich sogar Onsen, die mit Rotwein oder Kaffee waren und so weiter. Also ganz ausgefallene Onsenparks und definitiv auch ein Besuch wert. Wenn ihr in Hakone ankommt am Hauptbahnhof, dann holt euch auf jeden Fall direkt am Hauptbahnhof den Hakone Free Pass, welcher euch ermöglicht, die Busse in Hakone zu nutzen, denn hier greift leider der JR Pass nicht mehr. Hier fahren keine JR Busse, demnach könnt ihr den auch nicht nutzen. Und mit dem Hakone Free Pass könnt ihr auch viele Aktivitäten Hakone umsonst machen, wie zum Beispiel die Bootsfahrt auf dem Ashi-See, womit ihr dann quasi einmal so eine Übersicht über die Stadt Hakone habt, die direkt am See liegen, aber auch über den großen Wald und wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch den Mount Fuji sehen. Genau, wir können auf jeden Fall empfehlen, dass ihr für euren Tokio-Urlaub oder euren Japan-Urlaub noch mehr Zeit einbringt als nur 2 Wochen, denn es gibt wirklich sehr vieles in diesem Land zu erleben, auch wenn es gar nicht mal so groß ist, aber wir würden noch gerne ganz nach in den Süden fahren, dann hat Japan noch einzelne Inseln, dann würden wir noch gerne in den Norden von Japan fahren, wo man Snowboarden und Skifahren kann und auch die White Snow Monkeys sind. Wir freuen uns über jedes Kommentar, jedes Like und auch jedes Abonnement, also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen euch im nächsten Video. Ja. Bye bye. Toll.